Bei mir steht Dennis Hollenstein. Dennis, ihr wart jetzt noch länger in der Kabine. Worum ging es da jetzt genau? Ja, nach so einem Spiel, wo wir da stark verschlafen haben, haben wir schon müssen darüber reden mit den Jungs. Und ja, wir müssen nächstes Mal auch viel besser aus der Kabine kommen. Wir haben ihnen viel zu einfache Goal gegeben. Und am Schluss ja, hat es leider nicht mehr gelangt. Wir müssen einfach besser starten. Für dich war es eine besondere Situation heute. Wie war es vom Gefühl her auf dem Eis? War es was Besonderes oder so wie immer? Ich muss Profi sein und da wirklich durchgehen. Wir sind Mannschaft und ja, nächstes Mal bessere Leistung abliefern. Von den Fans gab es vor dem Spiel noch einen Brief, wo es natürlich um den Wechsel geht. Da will ich jetzt gar nicht großartig drüber reden, wo es hieß, es ist kein gewöhnlicher Transfer für die Fans. Kannst du es nachvollziehen aus Fansicht oder Teilen der Fansicht, dass es was, ja, schon Besonderes ist, dieser Transfer? Ja, es ist sicher, ja. Ich war lange zu Kloten. Es ist nicht nur ich, auch die ganze Familie. Und sicher ein bisschen speziell, aber ja. Gehört dazu im Business. Genau. Dennis, alles klar. Dankeschön.